Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich Großes vor, denn ich möchte euch den Nobelpreis in Physik, Chemie und Medizin etwas näher bringen. Also viel Spaß! Das blaue Licht. Der diesjährige Nobelpreis in Physik geht an drei japanische Forscher für die Erfindung des blauen LEDs. Das ist blaues Licht. Und was macht das? Es leuchtet blau. Verstehe. Das blaue LED war das letzte Puzzlestück, um weißes Licht mit Leuchtdioden zu erzeugen. Solche Bauelemente bestehen im Wesentlichen aus einem Kunststoffgehäuse, zwei Leitern und einem Kristall für die Lichterzeugung. Der Kristall, also die eigentliche Lichtquelle, setzt sich aus zwei Schichten unterschiedlicher Dotierung zusammen. Unter Dotierung versteht man das gezielte Einbringen von Fremdatomen in eine Schicht, in der sich vorzugsweise nur gleichartige Atome befinden sollen. Der n-dotierte Leiter erhält dadurch einen Überschuss an negativer Ladung. Der p-dotierte Leiter erhält einen Überschuss an positiver Ladung. Schließt man eine Stromquelle an, dann wandern die negativen Ladungen auf die gegenüberliegende Seite und verbinden sich dort mit den positiven Ladungen. Dabei entsteht Licht einer bestimmten Wellenlänge, je nachdem, welches Material man verwendet. Dieser Vorgang wird als Rekombination bezeichnet. Mit verschiedenen Materialien lassen sich verschiedene Farben darstellen. Rotes und grünes Licht lässt sich schon länger mit LEDs erzeugen. Die japanischen Forscher bekamen nun den Nobelpreis für die Herstellung eines Materials, das blaues Licht erzeugt. Mit dem zusätzlichen blauen Licht hat man nun alle drei Grundfarben zusammen. Damit kann man weißes Licht und auch sämtliche anderen Farben, die sich damit mischen lassen, erzeugen. Der große Vorteil gegenüber anderen Leuchtmitteln ist der höhere Wirkungsgrad. Dieser führt zu einem geringeren Stromverbrauch, was effiziente Displays überhaupt erst möglich macht. Eine Welt ohne blaue LEDs wäre für uns kaum vorstellbar, denn diese kleinen Wunderleuchten erhellen mittlerweile viele unserer technischen Geräte. Die optische Revolution. Der Chemie-Nobelpreis geht unter anderem an den deutschen Physiker Stefan Hell. Ihm ist es gelungen, mit Hilfe eines genialen Tricks das optische Auflösungsvermögen von Mikroskopen zu erhöhen. Seit über 100 Jahren limitieren zwei Gesetze das Auflösungsvermögen von optischen Geräten. Zum einen das Gesetz von Ernst Abbe, das das Beugungsverhalten von Licht durch ein Gitter beschreibt. Hier zeigt sich, je engmaschiger das Gitter, umso stärker wird das Licht gebeugt. Das führt zu einer Unschärfe beim Beobachter. Das zweite Gesetz, welches das Auflösungsvermögen begrenzt, ist das Rayleigh-Kriterium. Es beschreibt, dass sich zwei strahlende Objekte auf einem bestimmten Abstand nicht mehr unterscheiden lassen, dass sich ihre Strahlen überlagern. Beide Gesetze hängen im Wesentlichen von der Wellenlänge ab. Je kürzer die Wellenlänge, umso größer ist das Auflösungsvermögen. Kurzwelliges, sichtbares Licht liegt im Bereich von 400 Nanometern und stellt somit zusätzlich eine Schranke für das Auflösungsvermögen dar. Um ein höher auflösendes Mikroskop herzustellen, bediente sich Stefan Hell eines Tricks. Er regte das zu untersuchende Material mit einem Laserstrahl zum Leuchten an. Mit einem zweiten Laserstrahl war er in der Lage, das Leuchten in bestimmten Bereichen wieder abzuschalten. Der Strahl des zweiten Lasers erinnert an einen Donut, denn in der Mitte des Lichtkegels lässt seine Wirkung nach. Bestrahlt man nun das Objekt abwechselnd mit beiden Lasern, so lässt sich die Position der einzelnen Leuchtquellen sehr gut ermitteln. Tastet man auf diese Art ein Objekt ab, so lässt sich ein höher aufgelöstes Bild als mit konventionellen Mikroskopen erzeugen. Yes! Das Navigationssystem piep, piep. Des Gehirns. Piep, piep. Der Nobelpreis für Medizin geht an drei Neurowissenschaftler für die Erklärung, wie sich unser Gehirn im Raum orientieren kann. Dafür sind im Wesentlichen zwei Zelltypen verantwortlich, die sich im Hippocampus befinden. Der Hippocampus ist ein kleiner Teil unseres Gehirns und er sieht aus wie ein Seepferdchen. Befinden wir uns an einer bekannten Stelle im Raum, dann sind einzelne sogenannte Ortszellen aktiv. Wechseln wir die Position im Raum, dann werden auch andere Ortszellen aktiviert. Diese Zellen speichern somit eine Karte des Raums. Der zweite Zelltyp, der zu unserem inneren GPS gehört, sind die sogenannten Gitterzellen. Gitterzellen werden nicht nur an speziellen Stellen im Raum aktiv, sondern ihre Aktivität hängt auch von der zurückgelegten Entfernung und Richtung ab. Man kann sich das wie ein Raster aus Sechsecken vorstellen.
Dabei können die Sechsecke verschiedene Größen haben, dass sich unser inneres Koordinatensystem skalieren lässt. Dieses Raster dient uns als Orientierungshilfe und ermöglicht es uns, Entfernungen einzuschätzen. Das Verständnis für das Zusammenspiel von Orts- und Gitterzellen ist auch für die Alzheimer-Forschung von großer Bedeutung. Bei Alzheimer-Patienten sterben Zellen im Hippocampus ab. Sind davon auch Orts- oder Gitterzellen betroffen, könnte das eine Erklärung für die Orientierungslosigkeit der Betroffenen sein. So, das war's dann leider auch schon wieder. Lasst mich doch mal wissen, welcher Nobelpreis euch am meisten beeindruckt hat, und schaltet auch nächsten Mittwoch wieder ein. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.